Susanne, du bist heute das zweite Mal hier. Vielleicht sagst du noch mal kurz, weshalb du hier dich vorgestellt hast. Und zwar einmal wegen der Höhenangst. Ich hatte Schwierigkeiten, auf eine Leiter zu steigen, vor allen Dingen ohne Festhalten ging nicht. Und entspannt auf der obersten Stufe stehen war auch nicht möglich, war nicht gerade angenehm. Und auch das Rückwärts runtersteigen war nochmal auch eine besondere Herausforderung. Ja, eher ungern. Und ich hatte mit dem Klettern und mit dem Bouldern angefangen und ja, habe dann gemerkt, dass es da doch schwierig wird mit der Angst und der Höhe, logischerweise. Und habe dann gemerkt, dass ich nicht so gut vorankomme oder halt ja, mich nicht so weiterentwickeln kann im Sport, wie ich es gerne möchte, dadurch, dass einfach die Angst da ist. Und genau, ich wollte halt immer an den letzten Griff auch kommen, von der Route zum Klettern, was dann oft nicht möglich war. Einfach, weil ich mir dachte, ah, nee, ich falle runter oder ich tue mir weh oder es ist so hoch. Genau. Weshalb hast du jetzt die Hypnose bei mir in Anspruch nehmen wollen? Also konkret wegen der Angst, ist das Genau. richtig? Habe ich dich so richtig verstanden? Das ist Genau, okay. wegen der Angst vor der Höhe. Jetzt haben wir eine Sitzung dazu gemacht. Wie geht's oder wie erging es dir nach der ersten Sitzung? Gut, also ich war auch überrascht, dass es vielleicht so schnell und so gut anschlägt. Ich hatte danach sofort das Gefühl, dass ich eben klettern gehen möchte, um das auszuprobieren. Und es hat auch geklappt. Also seit dem ersten Mal bin ich wirklich immer an den letzten Griff gekommen, habe das nicht vermieden, das auch ruhig gemacht und seitdem klappt das auch. Lass mich dann auch immer fallen von oben. Also das ist, ja. Gleichzeitig aber auch richtig Lust, gleich klettern zu gehen und das auszuprobieren. Hatte auch gar keine Angst dann davor und habe mich eher so, ja, jetzt mache ich es. Hatte richtig Lust, das auch zu machen. Und hast dann auch Wasser noch klettern Genau, gemacht? also nicht direkt gleich danach, aber einen Tag später und ja, es hat funktioniert und war gut. Funktioniert heißt, du bist Ich bin dann. raufgeklettert, habe den letzten Griff erwischt und war nicht, habe nicht ewig überlegt und dann doch aus Angst wieder runter. Sondern habe das wirklich so, wie ich es mir dann vorgestellt hatte, so diese Motivation und gut gelaunt und selbstsicher, dann bin ich dann aufgeklettert und dann runtergesprungen. Würdest du sagen, die Hypnose war für dich erfolgreich oder? Ja, Ja? doch auf jeden Fall. Okay, Oh, freut mich sehr zu hoffentlich. hören. Wir probieren jetzt mal aus, ob du jetzt spontan nach der ersten Sitzung hier auf die Leiter kannst. Ne? Möchte ich mal bitten, traust du es dir zu jetzt? Ja, doch. Okay, dann Will ich möchte ich dich mal probieren. bitten, auf die Leiter zu gehen, ohne dich festzuhalten. Ach so. Seit rund 1,5 Jahren zusammen klettern und bouldern. Ich habe das quasi mit ihr zusammen begonnen. Ich habe vorher schon ein bisschen früher angefangen und kann mich daran erinnern, dass sie die ersten Male schon so bei 1 Meter Höhe angefangen hat, Probleme zu bekommen, und dann vor allen Dingen auch mit dem Runterspringen Probleme bekommen hat oder mit dem Absteigen dann von der Route wieder runter. Wir haben das dann ein paar Mal auch zusammen versucht und es ging relativ schleppend voran und dann ist sie die Hypnose-Therapie gegangen, hat das einmal gemacht und nach diesem einmal hat man direkt einen Schub gemerkt,
Schub gemerkt, Motivation und an Willen, das zu machen. Und ich war relativ erstaunt, dass dann plötzlich die halbe Route hoch war und dann auch plötzlich runtersprang ohne Probleme. War ich selber sehr erstaunt und habe mich gefreut, dass es geklappt hat. Und man hat gemerkt, dadurch, dass sie Therapie gemacht hat, hat sie das quasi sich selber ihren Kopf aufgemacht, um das weiter zu üben und zu machen. Genau, deswegen klappt es eigentlich mittlerweile ganz gut.